Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 1. Wir spielen natürlich wieder mit unserem großen Account die Galaktische Eroberung, haben noch circa 7 Tage und 3 Stunden Zeit zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos und befinden uns am Ende von Sektor 2. Was die Event der Folge angeht, kommen wir ganz gut voran. Hier geht es darum, Gegner zu killen. Hier geht es darum, mit einem Sith-Imperium-Trupp Gegner zu killen. Hier geht es darum, mit Darth Malak oder Darth Revan Gegner zu killen. Und das Ding ist mir ganz besonders wichtig, weil wir nämlich hier eine Karte bekommen, die ich für sehr stark halte. Und Kämpfe mit Darth Nihilus und Zion überleben und ohne Anführer im Slot. Das mache ich vielleicht irgendwann ein anderes Mal. Volltrupp aus Alter Republik ist ziemlich schwierig, weil meine Alte Republik nicht so weit ausgebaut ist. Und der Rest ist halt eben etwas wie Gegner mit den entsprechenden Karten killen, die man dann da bekommt oder so anscheinend. Oder so ähnlich, oder die Effekte zumindest erhalten oder auslösen oder so, ne? Das geht halt aber erst, wenn wir die entsprechenden Karten haben. Also ein Weg, der noch weit ist. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. So, dann wollen wir jetzt mal hier reingehen. Wir gucken uns erstmal die Event der Folge an hier. Da haben wir dann nämlich das Ding. 2 von 4 ist schon abgeschlossen. Das heißt, wir müssen jetzt noch mit Druiden Gegner killen. 8 Stück an der Zahl. Und dann außerdem noch 4 Kämpfe mit Einheiten, mit Teams aus der hellen Seite gewinnen und so, ne, wisst ihr? Kämpfe gewinnen, das kriegen wir auch hin. Das ist also easy peasy, denn wir haben noch circa 4 Kämpfe vor uns. Auch plus, ne, das sind noch ein paar Kämpfe mehr. Und die Frage ist, können wir die jetzt hier schlagen? Weil die will ich nicht schlagen. Die haben eiserne Vergeltung. Das tut weh, wenn wir die hauen. Kennt ihr das? Weil man mit einer Faust so einmal gegen die Wand, dann gewinnt meistens die Wand, ne? Und ja, so ist das hier. Und deswegen versuche ich das mal mit denen, aber die fühlen sich auch an wie eine Wand. was wir machen wollen, ist hier reingehen mit unseren Droids, mit unseren Druiden, und zwar denen hier, den Grievous-Druiden. Mal gucken, wie stark die sind. Na, die sind auch nicht ganz fit, aber vielleicht schaffen die das. Freunde, wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro. Ach, Freunde, mein Herz schlägt wieder viel höher, wenn ich Grievous hier husten sehe. Generell, wenn ich Grievous sehe und dann die anderen Druiden. Das ist mein Separatistenherz, wisst ihr? Das freut sich mega. Okay, wir starten mal. Das ist halt einfach, das war meine Kindheit, meine Teenagerzeit. Ja, diese Charaktere, dieses Setting, diese Leute. Oh mein Gott, wir sind verwirrt. Oh mein Gott, wir haben Heilungsresistenz. Oh, ich hab's vergessen. Macht er das eigentlich immer? Oh, Scheibenkleister. Oh, Scheibenkleister. Oh, Mann, ey. Oh, nein. Macht er das eigentlich immer? Ach, du Heilige. Oh, Gott. Da fängt das ja wieder gut an hier. Die haben uns voll auseinandergenommen. Ich habe keine andere Wahl, Freunde. Ich muss jetzt hier richtig harte Geschütze auffahren. Ich habe einfach gar keine andere Wahl. Ich muss das Beste nehmen, was ich zu bieten habe. Das Beste, was ich zu bieten habe. Es geht nicht anders. Das sind die Rebellen, die sind bei 91%, die sind nicht bei 100%, mal schauen, ob die das hinkriegen. Boah, also ich muss sagen, ich beiß mir echt die Zähne aus an denen, das hätte ich gar nicht erwartet. Wir müssen Echo zuerst killen. So, okay, der ist viel zu gefährlich. Und dann müssen wir hoffen, dass wir schnell gut drankommen, bevor die uns hier komplett zerfetzen. Luke ist dran, das ist schon mal gut. Wir machen erstmal das hier. Sehr schön, der ist fast erledigt. Wir heben uns unsere Abklingzeiten auf, ich greife normal an, ne? So, dann ist der auch down. Jetzt würde ich gerne den da killen, den guten Tech. Wir greifen extra hier. Ah, wir haben es fast geschafft, Freunde. Jawohl, super, der ist erledigt. Jetzt machen wir mal hier ganz kurz neben ihre Buffs. Wunderbar. Ich will sie gerne betäuben. Oder am besten gleich killen. Sehr schön. Ah, seht auf die Rebellen des Verlass, Freunde. Sehr cool. Ich finde übrigens awesome, dass Luke hier einen Blaster an der Hüfte hat, aber dass er nicht benutzt, finde ich schade. Es wäre cool, wenn man da nochmal die Animation so ein bisschen überarbeiten würde. Dass der auch den Blaster entsprechend benutzt. Was haben wir übrigens hier? Das ist wieder Bendak Starkiller, oder? Gewinne mit 5 Sieger. Was? Gewinne mit 5 Siegern? Okay. Schließe den Kampf mit einem zu kleinen Trupp. Wahrscheinlich heißt das mit 5 Charakteren am Leben gewinnen oder so. Und das hier mit einem zu kleinen Trupp. Okay. Deathmatch mehr als vor. Was ist Deathmatch eigentlich? Deathmatch. Zu Beginn des Kampfes gehört der zufällige Verbündete einen zufälligen Gegner. Duelland erhält keinen Zugleister. Was? Dann können sie nicht verletzt oder anvisiert werden. Okay, das gucken wir uns später nochmal in Ruhe an. Auf jeden Fall klingt das interessant. Standhafte. Oh mein Gott, ich muss gar nicht gucken, was das für ein Team ist. Wenn ich das schon sehe, wird mir schlecht. Na gut, wir gehen jetzt hier hin, kämpfen gegen die Schwestern der Nacht. Vielleicht können wir hier ein bisschen was mit unseren Druiden anrichten. Wo sind sie denn hier, die Druiden? So.
Wir haben realistische Chancen, wenn sie die erste initiale Angriffswelle überleben. Das Problem ist halt, dass die nicht die volle Geschwindigkeit haben. Und wenn die Schwesternacht eben schneller sind, dann passiert eben sowas und wir sterben, bevor wir überhaupt zum Zug kommen. So, okay, super. Jetzt versuchen wir die erstmal alle hier so ein bisschen. Wir heilen den mal. Ah, schade, die konnten trotzdem betäuben. Machen wir nochmal das hier, Schaden auf alle. Sehr gut. Ich würde gerne möglichst viele von denen... Wisst ihr? Und so, ne? So. Okay, greifen wir jetzt mal mit Grievous hier an. So. Sehr gut. Ah, okay, die sterben auch so direkt. Das ist gut so. Dann machen wir jetzt mal hier so, das da. Und killen beide auf einen Schlag. Wunderbar. Ich glaube, die ist über Schaden über Zeit gestorben. Durch Schaden über Zeit. Ich will Druiden-Kills. Wir müssen mindestens noch einen Kampf machen mit Druiden. Dann können wir das Ganze abhaken. Okay, ich wurde übrigens auch gefragt, wie ich das denn mache, dass ich so viele Episoden raushaue. Seht ihr? Das ist der Punkt. Wenn ich jetzt beispielsweise inaktiv bin, dann beschweren sich Leute, dass zu wenig Episoden kommen. Und wenn ich dann aber voll aktiv bin, dann beschweren sich Leute, dass zu viele Episoden kommen. Nein, das war natürlich ein Scherz, also hat sich keiner beschwert. Aber es ist tatsächlich so, dass manche Leute gar nicht hinterherkommen bei der Frequenz mit Videos, die ich veröffentliche. Und das ist auch ein Grund, warum ich nicht allzu viele Videos am Tag mache. Manche freuen sich über 2, 3, 4 Videos am Tag, aber viele kommen auch gar nicht hinterher. Und das schadet tatsächlich dem YouTube-Algorithmus. Also mal ganz kurz nochmal, dass ihr da Bescheid wisst. Der YouTube-Algorithmus funktioniert so, dass wenn ich ein Video veröffentliche, je mehr Leute das Video schauen, gleich nach der Veröffentlichung, umso mehr Leuten schlägt YouTube das Video vor, weil YouTube der Meinung ist, hey, wenn das so viele Leute schauen, direkt nach der Veröffentlichung, dann muss das richtig gut sein. Und deswegen schlägt YouTube das vor. Also beispielsweise, wenn jetzt ein Video 1000 Aufrufe bekommt, aber es braucht eine Woche, um 1000 Aufrufe zu bekommen, dann ist das beim Algorithmus bei weitem nicht so gut, wie ein Video, das 1000 Aufrufe bekommt, aber an einem Tag. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Also nicht nur die Anzahl der Aufrufe, Kommentare, Daumen nach oben, Daumen nach unten, all das, ne, das zählt ja alles mit rein. Übrigens sind Daumen nach unten und Daumen nach oben genauso gut, gleich gut, also das spielt keine Rolle. Für YouTube zählt bloß die Interaktion. Das alles pusht das Video nach oben. Deswegen bin ich euch so dankbar, wenn ihr das Video schaut, wenn ihr es komplett schaut, ja, anstatt nur zu skippen, oder wenn ihr beispielsweise Daumen nach oben da lasst, Kommentare schreibt und so weiter, all diese Dinge, das hilft wirklich sehr. Aber je mehr von euch die Videos direkt nach der Veröffentlichung schauen, umso erfolgreicher oder umso besser ist es auch wieder für das Video. Wisst ihr? Und deswegen muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viele Videos an einem Tag veröffentliche, weil ich weiß, viele von euch schauen die Videos trotzdem, auch wenn sie eine Woche oder zwei alt sind, weil ihr nicht hinterherkommt. Aber das hilft dem Video nicht, das hilft dem Kanal nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss also so einen Mittelweg finden zwischen, ich veröffentliche viele Videos, damit ich nicht zu weit vorproduziere, aber auch nicht zu viele Videos veröffentliche, weil sonst schadet es dem Kanal. Und wir können nicht gemeinsam wachsen und größer werden. Aber darum geht es doch irgendwie auch, dass die Community immer größer wird. Und ja, das ist halt irgendwie so der Punkt, wisst ihr? Verzeiht mir bitte, wenn ich einerseits versuche ich viele Videos zu machen, aber andererseits auch nicht allzu weit vorzuproduzieren. Aber andererseits muss ich aber auch ein bisschen vorproduzieren, weil sonst leidet im Prinzip der Kanal darunter und so, wegen dem YouTube-Algorithmus. Ich werde halt dazu gezwungen. Ich kann nichts dafür. Dann machen wir halt das Beste draus irgendwie. Oh mein Gott, Heilungsresistenz. Oh Mist. Kriegen wir das noch hin? Kriegen wir das noch hin, trotz Heilungsresistenz? Können wir das noch schaffen? Wir müssen erstmal das hier machen. Komm Grievous, du kannst das. Wir können den nicht heilen, wir müssen Grievous heilen. Oh Mist, der ist dran. Gut, wir machen jetzt das hier. Nehmen allen Zugleiste. Okay, wir können das schaffen, Freunde. Wir können das schaffen. Wir müssen Holdo angreifen. Das Widerstand ziemlich richtig Bock drauf. Machen wir jetzt mal das hier. Sehr gut. Oh, der ist gestorben. Verdammt. Aber wir kriegen trotzdem noch Druidenkills, dann ist das wenigstens abgeschlossen, oder? Haben wir das geschafft? Das wäre echt cool. Nein, leider nicht. Nicht genug, oder? Doch, 50 Einheiten mit Ruinen gekillt. Sehr gut. Dann machen wir das nochmal. Jetzt mit der hellen Seite. Aber ihr versteht, was ich meine, ne? So läuft das Ganze hier bei YouTube. Und das heißt also, und wie ich das mache, dass ich so viel so viele Videos veröffentliche, das ist halt immer so. Ich bin halt immer so, das ist so, YouTube habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich. YouTube ist so eine Art On-Off-Beziehung für mich. Ich bin aber eine Zeit lang sehr aktiv. Und dann eine Zeit lang nicht so aktiv, weil ich zum einen ein bisschen Pause brauche und zum anderen, weil ich dann eben privat auch viel zu tun habe. Und deswegen, was ich da mache, ist, ich fang dann eben an, ach Mist, wir können schon wieder nicht uns heilen. Ich fange dann immer an, ein bisschen vorzuproduzieren, Videos vorzuproduzieren und die dann eben nach und nach zu veröffentlichen. Und dann, selbst wenn ich dann inaktiv bin,
Kommen dann die Videos nach und nach? Ich habe es geschafft, sehr gut, mit 3 Sternen. Darum ging es mir eigentlich, ne? Also praktisch, wenn ich jetzt Videos vorproduziert habe, für die nächsten 1-2 Wochen oder so, dann werden die Videos halt nach und nach veröffentlicht. Ich habe euch ja erklärt, warum ich vorproduziere. Ich muss das tun, wegen YouTube einerseits. Aber andererseits hilft mir das auch, weil wenn ich da mal eine Phase habe, so eine Woche oder zwei, wo ich jetzt beispielsweise fast gar nicht aufnehmen kann, aufgrund, weil ich halt eben viel zu tun habe oder so, ne? Privat eben, weil da privat viel Stress ist oder so, dann habe ich eben noch Puffer. Und ihr merkt gar nicht, dass ich gerade zu der Zeit nicht wirklich viel aufnehme. Außer die, mit denen ich in der Gilde bin, die merken dann schon, dass ich weniger aktiv bin, weil ich dann praktisch an den Gilden-Events kaum noch teilnehme und so ein Kram. Aber insgesamt so als normaler Zuschauer, ne, als einfacher Zuschauer, wenn man jetzt nicht mit mir in der Gilde ist oder so, merkt man das eigentlich gar nicht, dass ich gerade im Prinzip gar nicht da bin. Ne? Und in der Zeit werden dann halt eben diese Videos veröffentlicht. Und manchmal ist es eben so, dass ich Videos vorproduziere für eine Phase, in der ich davon ausgehe, dass ich weniger aktiv bin. Dann passiert es aber, dass ich dann doch nicht weniger aktiv bin, ja, weil eben das, was ich versucht habe vorherzusehen, eben nicht eingetroffen ist. Und dann habe ich halt nur mal vorproduziert. Gleichzeitig kann ich aber auch sehr aktiv sein und es passiert viel im Spiel. Beispielsweise jetzt kann ich gerade aktuell wieder aktiv sein. Und ich habe mir vorgenommen, das ist der Duellkommentator. Wir kämpfen gegen den Duellkommentator. Ist das geil? Ich dachte, das ist. Ah, nee, doch, ich dachte, das ist der Kommentator. Okay, ich habe schon, wir kämpfen gegen den, weil der hier zu sehen war. Aber es ist doch Bendak Starkiller. Oh, schade. Ich hätte das geil gefunden, wenn Captain Games wirklich den Humor gehabt hätten, jetzt hier den Kommentator, den man ja aus KOTOR 1 kennt. Man hat ja in KOTOR 1, also Knights of the Old Republic 1 gegen Bendak Starkiller in der Arena gekämpft, als Revan, ne? Und wenn man jetzt gegen den Kommentator kämpft, weil der ist auch legendär. Aber gut. Damen und Herren, begleitet mich auf eine Reise in die wilden Tage der Vergangenheit. Illegal, verboten, seit beinahe 10 Jahren geächtet. Ein gutes, altes Deathmatch. Wuhu! Okay, also ihr seht, wir sind mit einem zu kleinen Team drin. Also die Einheiten sterben hier anscheinend. Was ist denn das jetzt genau? Duelland. Gegner attackieren diesen Charakter. Neutralisierung dieses Charakters gewährt Sieger. Ah, okay. Deswegen brauchen wir 5 Sieger. Verstehe. Wir machen erst einmal das da. Greifen den mal an. Oh Mist, was haben wir gerade verfehlt? Okay. Das ist eine sehr interessante Mechanik. Wir greifen jetzt nochmal an hier, super. Kein anderer macht mit. Also ihr seht, wir müssen in einem Duell gewinnen. Und irgendeiner ist gerade in einem Duell gegen irgendeinen anderen. Oh, das ist ja witzig. Kann ich den betäuben hier? Superklasse. Er ist doch gleich schon draufgegangen. Jetzt ist Luke der Duelland. Wir machen jetzt mal das hier gegen Bendak Starkiller. Okay, greifen wir mal hier mit an. Sehr schön. Greifen nochmal an. Wunderbar, er ist betäubt. Und noch einmal, dann ist er auch erledigt. Wer ist jetzt dran? Sieg, okay. Wir haben jetzt wie viele Sterne geholt? 2 Sterne, weil einer ist gestorben vorhin. Also das ist eine seltsame Mechanik. Wir haben aber auch nicht 5 Sieger. Jetzt weiß ich, was das mit den Siegern bedeutet. Das ist wirklich komisch. Wir gehen mal ganz kurz die Karten anschauen. Ausweichtechnik. 2x Ausweichtechnik und thermische Zermürbung. Ach, das ist alles ein bisschen blöd. Das ist alles ein bisschen blöd. Ich versuche nochmal thermische Zermürbung hier. Weil da steht, es kann nicht gestapelt werden, aber das ist eine grüne Karte. Ich weiß nicht so genau, ob das stapelbar ist, aber 2x, guck mal, das ist lame. Also das Capital Games sowas machen, dass man 2x exakt die gleiche Karte bekommt, das ist wirklich ein bisschen lame, okay. Finde ich blöd. Na gut, was haben wir hier jetzt in der Mission? Zugleiste senken von Gegnern. Das können wir eigentlich mal rausmachen. Gegner kriegen 3 Stapel Thermaldetonatoren, was ist das hier? 2 Stapel haben. Okay, dann müssten die halt viele bekommen. Ich probiere das mal, ob das irgendwie stapelbar ist. Wir machen das mal raus hier. Oder vielleicht ist es auch nicht stapelbar, weil es ist ja beides thermische Zermürbung. Ah, ich lasse das mal weg. Ich ziehe das gar nicht an. Ich versuche das gar nicht erst. Ich glaube, das ist schon gut genug. Wir haben eh genug Thermaldetonatoren. Aber das ist seltsam jetzt hier. Ich kann jetzt praktisch noch extra Karten holen. Mit einem zu kleinen Trupp. Oder mit 5 Siegern. Aber wie soll das funktionieren, wenn die Gegner dann irgendwie Erstschlag haben oder so? Ich lade mir Energie auf. Und ich versuche mit einem zu kleinen Trupp, okay? Also wir gehen jetzt mit dem Darth Revan Team rein. Die sollen ja sowieso Gegner killen, ja? So, das da. Und das sind ja auch alles gute Kämpfer. Und wir lassen den Sith Marodeur weg, weil der passt nicht rein. Der ist ja ein Charakter aus The Old Republic. Und das ist ja jetzt, das sind ja Charaktere aus Knights of the Old Republic, okay? So. Versuche wenigstens mal mit einem zu kleinen Trupp zu gewinnen. Die sollten eigentlich alle relativ gut dazu in der Lage sein, das zu schaffen. Ich mag auf jeden Fall die Idee, dass Capital Games versuchen, so etwas einzubauen. So, der hier ist jetzt als erstes dran, ne? Wir können den anderen nichts anhaben. Kann ich hier vielleicht irgendwie Furcht? Es geht auch nur auf den einen. Okay, verstehe. Greifen wir mal an. Zugleiste verloren, sehr gut. Und noch einmal.
Okay, damit hat Bastille den ersten Sieg. Er greift... Oh Mist, okay. Er greift unseren Dingens an. Unseren HK-47. Wir schmeißen Granaten. Der ist explodiert, okay. Malek ist dran. Malek macht jetzt extrem kurzen Prozess hier. So. Noch einmal Angriff, der hat eh Furcht gehabt. Jetzt ist Revan dran. Revan gegen Bendak Starkiller, so will ich das haben. Wir greifen mal hier an, sehr schön. Und der ist geplatzt. Und das war's. Vier Sieger, ein zu kleines Team. Wir haben 3 Sterne geholt. Das funktioniert. Okay, gut. Jetzt müssen wir das Ganze mit 5 Siegern schaffen. Und dieses Mal nehmen wir den Marodeur mit. Ich mache das Ganze übrigens mit dem Revan-Team, damit Revan und Malak Kills bekommen. Wisst ihr? Das ist so der Hintergrund. Wir haben übrigens hier eine neue Kiste bekommen. Oder die Kiste bekommen, die erste Kiste. Das ist die erste. Die zweite Kiste ist das schon. Hier. Mit 30 Mergo-Splittern, die uns dann sicher sind. Oh, ist das schön. Ich freue mich drauf. Okay, machen wir weiter. Ich mag den Event. Da gebe ich auch gerne nochmal. Seht ihr, da geht es jetzt um 3. Pubs. Pubs wäre ein bisschen overpowered. Wir können ja ein Team zusammenbauen, das im Prinzip egal ist, wie es aussieht, ne? Also, das muss ja nicht unbedingt Sinn ergeben oder so, das Team. Ich werde aber trotzdem ein Team nehmen, das Sinn ergibt. Ups, sorry. Wir nehmen. Das macht so viel Spaß. Ich finde das sehr interessant, das hier. Diesen Event. Und da geht es um 3 Datenkarten. Also, ich gebe jetzt 20 Energie aus, um 3 weitere Datenkarten zu bekommen. Das ist so viel wie für einen normalen Knoten. Jetzt dürfen wir halt keine Einheit verlieren. Also, wir müssen das jetzt gewinnen. Wir müssen das schaffen. So. Malek ist der Erste. Okay, das ist in Ordnung. Wir nehmen dir mal seine Buffs. Wunderbar. Greift Malek an, ist geplatzt. Er ist dran. Das ist Girl in Two Fingers. Okay. Wir greifen normal an. Sehr schön. Er ist geplatzt. Super. Dann ist HK-47 dran. Wir schmeißen hier Granaten. Ne, die platzen ja dann auch. So, in diesen Duellen merkt man das erst richtig, wie gut das mit dem Platzen ist. Machen wir hier Debuffs auf. Was? Okay, Debuffs wollte der nicht. Greifen wir doch mal nochmal an. Seht ihr, weil die halt so oft dran sind, da platzen die auch schnell. Und jetzt Revan gegen Bendak Starkiller wieder. Sehr schön. So, okay, wir haben jetzt 5 Sieger. Jeder hat einmal einen Sieg geholt. Und es war ein volles Team. Sehr schön. Wunderbar. Oh, das macht Spaß. Davon will ich mehr. Das ist eine wirklich sehr kreative Art und Weise. Haben die eigentlich... Okay, mehr Torbereitungsprogramm. Super. Gut, dann werden wir jetzt hier nochmal ganz kurz fighten. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Oh, das hat Spaß gemacht. Davon will ich mehr. Das sind sehr kreative Weisen, wie man Matches gewinnen kann, wie man Siege holen kann und so ein Kram. Und das feiere ich total. Okay. Fives. Fives haben wir zuerst. Wir nehmen seine... Der ist totgeweiht. Oh Mann, das ist ganz gefährlich. Das ist ganz gefährlich, dass Rex totgeweiht ist. Ich will ihn nicht killen. Ich will das Fives zuerst... Ich will das Fives... Oh Mann. Oh, das kann übel enden. Oh, das kann sehr, sehr übel enden. Oh, das endet übel. Ich hab's kommen sehen. Oh, Mann. Na gut, es geht nur darum zu gewinnen erst einmal. Wir brauchen ja nicht 3 Sterne. Das können wir später auch noch machen. Oh, Mist. Alter Verwalter. Das habe ich mir gedacht. Das ist halt blöd, wenn man mit Revan spielt und Rex wird dann totgeweiht. Dann muss man Rex angreifen und kann nicht Fives angreifen. Und dann passiert eben genau das. Ja, das geht dann völlig in die Hose. Aber ihr seht, wir kriegen hier Zeug für unsere Datacrons, die wir uns auch noch in Ruhe anschauen werden. Das mache ich dann später mal. Ich sammle erst einmal hier Gegenstände. Wisst ihr? So, ne? Kram. Zeug. Wir müssen übrigens noch mit helle Seite Charakteren gewinnen. Ich nehme jetzt mal dieses Team hier. So. Am besten wäre eigentlich, wenn wir mit den Rebellen da reingehen. Aber wir haben zu wenig gesehen von Anakin und der 501. Okay. Wenigstens wird Rex da nicht totgeweiht, wisst ihr? Frage ist, machen die uns nieder jetzt hier? Okay, wir machen das hier, schicken Anakin vor. Sehr gut. Ich will wenigstens Fives killen, damit wir nicht Gefahr laufen. Okay. Oh Gott, die sind schnell. Sehr gut, Fives ist down, super klasse. Okay, jetzt geht's darum, Rex zu killen. Ihr seht, weil Rex der Anführer ist, bekommen die dauernd, das machen wir nicht, bekommen die bei kritischen Treffern Bonuszugleiste. Das ist halt sehr, sehr gefährlich für uns. Wir greifen jetzt Rex an. Machen dann Schaden auf alle hier, sehr gut. Jetzt können die sich die Zähne ausbeißen an Anakin, dann werden die nachher noch explodieren. Super, wir haben es geschafft mit 3 Sternen, ne? Perfekt. Und mit einem Team auf der hellen Seite, ne? Darum geht es nämlich auch, dass wir diesen Erfolg dann letztendlich holen. Deswegen farme ich das jetzt hier mit euch gemeinsam. Schade, dass ich das nicht simmen kann jetzt, weil ich es mit 3 Sternen geschafft habe. Wie viele Siege brauchen wir noch? Eine noch, komm. Den einen holen wir noch, Freunde. Das machen wir noch hier. Dann ist das Ding wenigstens voll und ganz abgeschlossen. Dieses Mal wähle ich einen anderen Trupp aus. Und zwar wähle ich dieses Mal wieder unsere geliebten Rebellen. So.
Okay, dann wollen wir erst einmal hier Fives angreifen. Sehr schön. Und ihr wisst, das Problem gilt immer noch mit den kritischen Treffern. Die kriegen saumäßig viel Zugleiste. Deswegen mache ich mal platt, was ich kann. So gut ich kann. Sehr gut. So, nur noch erster. Können wir ihn betäuben. Wunderbar. Und zack. Gezielter Schuss aus der Hüfte. Han Solo schießt ja aus der Hüfte. Und wir haben alles geschafft, Freunde. Das ist das erste Mal. Das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte der galaktischen Eroberung. Nach 1000 Jahren und 500 Millionen galaktischen Eroberungen, die durchgegangen sind, habe ich es endlich geschafft. Volle Erfolge in einem Ding zu holen. In einem Sektor. Alles abgeschlossen. Mann, bin ich stolz auf mich. Unglaublich, ist das schön. Und wir hatten so viel Spaß mit den speziellen Kämpfen, die wir hatten und so weiter. Ne? Wir haben Datacross-Zeug gesammelt. Wir sind schon relativ weit hier mit den Kisten und so. Da haben Capital Games gute Arbeit geleistet, finde ich. Ne? CG, also CG ist ja Capital Games. Die haben gute Arbeit geleistet, was das Balancing angeht. Und jetzt gucken wir ganz kurz, wie das mit den Event-Erfolgen aussieht hier. 300, 500, okay. Vollen Trupp aus Sith Imperium, 1540, okay. Malak, Darth Revan, 2400, und der Rest, aber das wird schon noch irgendwie. Gehen wir erstmal hier oben rein, nochmal Sektor 1. Betreten. Und ihr seht, normalerweise würde ich jetzt hier anfangen, so ein bisschen langsam mal zu farmerisieren. Denn 40 mal Effektivität senken von Gegnern, 50 Einheiten der Alten Republik. Das ist dann so etwas, was man dann theoretisch auch hier hinten farmen kann. Für die Datacrons, wisst ihr? Hier, im letzten Kampf, da kann man das dann machen. Aber anstatt dort jetzt das zu farmen, mache ich erstmal hier weiter. Ich gucke, dass ich möglichst weit komme in der Zeit, die wir haben, ja. Und wenn ich dann irgendwann merke, ich komme nicht mehr weiter, manche von euch haben ja gesagt, ich kann sogar Sektor 5 schaffen, ich würde das so gerne schaffen bis zu Malgus, aber ich glaube, von der Zeit her wird das nicht ganz reichen. Aber das wäre schon echt geil, oder? So da durchzukommen. Was sich hierhin befindet, hier in Sektor 3, finden wir heraus in der nächsten Episode, Freunde. Ich gehe noch mal ganz kurz raus, wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Ich will die Episode nicht allzu kurz machen, aber auch nicht unnötig in die Länge ziehen oder das so machen, dass das von den, das muss ja auch dramaturgisch ein bisschen passen. Ich will euch mal zeigen, wie wir gerade aktuell dastehen, was die galaktischen Legenden angeht. Ich habe euch ja gesagt, von Bix hängt es ab, sobald der Gear 13 ist, also sobald er dieses Item hier hat, können wir ihn auf Relikt 3 bringen und dann können wir anfangen, helle Seite Energie zu farmen für Jedi-Meister Luke und Jedi-Meister Luke freizuschalten. Da freue ich mich mega drauf. Das sind übrigens die Charaktere, die ich gerade mit höchster Priorität farme. Also jedes Mal, wenn ich normale Energie habe, gebe ich die für diese Charaktere aus. Für sie Splitter, ist ganz klar, ne? Für die Ausrüstung irgendwann mal. Sie habe ich frisch auf 7 Sterne gebracht. Was das bedeutet, zeige ich euch gleich. Für ihn habe ich auch Splitter, ne? Damit wir den dann auch später zukünftig einsetzen können. Für sie, also in Ausrüstung natürlich auch, ne? Für sie nur Ausrüstung. Für ihn ebenfalls Ausrüstung, aber erstmal er hier Vorrang. Für sie habe ich Splitter, weil ich nur noch ein Ausrüstungsteil brauche. Aber ich kann sie erst auf Gear 12 bringen, wenn sie 7 Sterne hat. Und ihn farm ich aktuell gar nicht aktiv. Aber der ist halt einfach da. So, was ist denn das hier eigentlich? Was braucht der denn hier? Was ist denn da so drin? Irgendwas, was Bix braucht oder so? Ich glaube nicht, ne? Ich stell das mal her und gib dem das mal. Sehr gut. Okay, super. Jetzt braucht er noch einen Gegenstand hier, das Ding. Und das geht da eigentlich relativ easy peasy. Dann kann ich Ausrüstungsstufe erhöhen für die große Arena-Meisterschaft, ne? Die ja auch ansteht. Aber dazu gleich mehr. Und ihr seht hier, Bix, ich habe schon die zwei Dinger fertig. Ich brauche nur noch diesen einen Gegenstand hier. Und von diesem einen Gegenstand brauche ich nur noch 16 von denen. Und die gibt's halt hier für Flottenenergie. Ja, das heißt, das farbe ich momentan. Und wenn ich das habe, dann können wir endlich, gehen wir nochmal auf den Reiseführer, hier, ne? Alles hängt von Bix ab. Alles hängt von diesem einen Bix ab. Und wenn der Reliktstufe 3 ist, was ich dann instant machen kann, ziehen wir das hier durch. Dann farme ich hier oben rechts in der Ecke, seht ihr das? Ne? Ich habe 0 von 144 helle Seite-Token. Die muss ich ja farmen und dann fange ich an, diesen Event hier zu spielen, ne? So, das Ende der Reise oder Ende einer Reise. Und dann gucken wir ganz kurz, wie es bei Obi-Wan aussieht. Und ihr seht hier bei Obi-Wan, General Kenobi muss auf Relikt 8. Mace Windu, ne, das sind alles Sachen, die wir auf Relikt bringen müssen. Am härtesten war es eigentlich, Bo-Katan überhaupt auf 7 Sterne zu bekommen. Das ist geschafft. Das heißt also, sobald wir Luke fertig haben, ne, also sobald wir Luke farmen können und den Event von Luke spielen können, fange ich an, diese Charaktere, die hier sind, auf die entsprechende Reliktstufe zu bringen. Und zwar arbeite ich mich von oben nach unten durch. General Kenobi, Relikt 8. Mace Windu, Isla Secura auf Relikt 3 jeweils. Weil ich die ja auch brauche für die große Arena-Meisterschaft. Bo-Katan. Und dann die anderen hier unten, die sind ja auch interessant, ne? Vor allem Klon-Sergeant brauchen wir auch für den Event, wo man, für den helle Seite TB, da brauchen wir ja den Klon-Sergeant. Und,
Cody, glaube ich, und ihn, ne, den General Kenobi meine ich natürlich, das ist, glaube ich, irgendwie ein Event oder so. Ja, ne, solche Dinge, also es macht schon Sinn, hier ist Cody, ist ja auch mit dabei, es macht schon Sinn, diese Charaktere aufzutun für den helle Seite-TP, dann kann man damit noch ein paar extra Punkte rausschlagen. Cad Bane ist sowieso mega cool, Jango Fett auch. Also, das wird der Hammer, Freunde. Da freue ich mich mega drauf. Und ihr seid mit dabei. Ich halte euch auf dem Laufenden, was das angeht. Und hier, große Arena-Meisterschaft übrigens. Läuft auch. Dazu wird es auch Videos geben, die auch versetzt veröffentlicht werden. Wir sind Bronzium 4. Wir wollen es natürlich hocharbeiten, hochspielen wieder. Und dazu werde ich auch noch was sagen zu den Gegnern, die wir haben, zu der Verteidigung, die ich gesetzt habe. Dazu gibt es auch noch mehr Informationen, damit ihr versteht, warum ich welche Entscheidungen getroffen habe. Und die Episoden kommen versetzt zur großen Arena-Meisterschaft. Das geht momentan nicht anders, weil ich halt dazu gezwungen bin, vorzuproduzieren. Ich bringe aber Episoden zu diesem großen Account hier jeden Tag. Das heißt also, ihr holt es dann Stück für Stück nach und nach wieder auf natürliche Art und Weise ein. Ja, weil ich ja auch nicht, ich kann ja nicht ewig jeden Tag Folgen aufnehmen zu diesem Account, weil diese Events sind ja irgendwann mal vorbei. Also wenn jetzt zum Beispiel die galaktische Eroberung vorbei ist, dann läuft ja nur noch die große Arena-Meisterschaft und viel mehr kann ich auch nicht aufnehmen von diesem Account, was wirklich sinnvoll ist, zumindest erst einmal. Und die große Arena-Meisterschaft, da sind ja Kampfphasen immer nur alle 2 Tage. Aber ich veröffentliche trotzdem jeden Tag eine Episode zu dem Account erst einmal. Und auf diese Weise holt ihr das den Rückstand dann wieder auf, ne? Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich werde später dann, oder morgen oder so für mich, eine Episode aufnehmen zur großen Arena-Meisterschaft, die Angriffsphase. Und das dann mischen mit der Eroberung, ne? Dass dann immer so ab und zu so ne, abwechselnd Episoden kommen und nicht immer nur ständig eine von dem einen Ding. Vielen lieben Dank, Freunde, fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Möge die Macht der Rebellen mit euch sein!